Ah, Stammwild. So Leute, wir sind unterwegs. Wir haben gerade Marcel abgeholt, Maurice auch am Start. Morgen. Jetzt holen wir noch Michael Stadtfeld ab, den Starfotografen im Wildtierbusiness, muss man sagen. Ja, und dann geht's für uns auf die Reise, ja, nach Mecklenburg-Vorpommern zur Drückjagd des Jahres. Wir schauen mal, was da oben so los ist. Schauen mal, ob unsere Hunde da was zu jagen kriegen. Ich bin gespannt. Und wir nehmen euch mit auf die Reise. Erstmal da hoch. Das sind ja ein paar Stunden. Navi sagt jetzt 8 Stunden 54. Let's go. Wir haben es geschafft. Wir sind am Fischerstrand angekommen und jetzt heißt es 2 Tage Drückjagd mit den Hunden und wir können gespannt sein, was so abgeht und wir nehmen euch natürlich mit auf diese Jagd, nämlich die Drückjagd des Jahres. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Hotelzimmer. Ich bin hier mit Pablo. Er schläft noch so ein bisschen. Und wir haben 6:30. Es geht jetzt auf Jagd. Es ist schweinekalt draußen. Aber das ist das Stichwort Schweine. Ich bin gespannt, ob die da sind. Ob wir weit mal ein Seil haben. Und bin gespannt auf eine tolle Jagd bei tollen Witterungsbedingungen. Wir haben Schnee hier. Besser geht's nicht. Es ist kalt. Also im Prinzip alles das, was man sich bei einer Drückjagd wünscht. Schauen wir mal. Ich bin guter Dinge und sage Waldmannsheil für den ersten Jagdtag der Drückjagd des Jahres. So, wir sind mit der Drohne unterwegs, machen ein paar schöne Luftaufnahmen. Ihr seht Winter Wonderland hier in MacPom. Und wir schauen, dass wir die Intros machen, zwischendrin ein bisschen was aus der Luft filmen. Ja, also im Prinzip euch die Sicht geben als Kommentator aus der Luft. Und das jetzt gerade mit der DJI Mavic 3 Pro Cine. Cooles Teil, muss ich sagen. Haben wir auch ein Video zugemacht in Schweden. Eignet sich super für Luftaufnahmen, richtig geil. Und den Rest machen wir mit der Thermal, damit wir auch das finden, was wir filmen, sonst funktioniert das nicht. Also kleiner Reminder für alle Natur- und Wildtierfotografen. Wärmebilddrohne lohnt sich auch dafür, weil dann findet man erst das, was man fotografieren will. Also, und dann machen wir nachher die Hunde fertig, dann geht's in den Trieb rein und dann nehmen wir euch wieder mit vom Boden und aus der Luft. So Leute, es hat angefangen. Wir Hundeführer stellen uns jetzt hier auf und dann geht's los. Schneesturm,
Ihr seht es, also was heißt Sturm, aber es fällt enorm viel Schnee, die Straßen sind zu. Ja, wir hoffen trotzdem, dass die Sauen rücken, dass das Wild rückt. Mit der Drohne wird es sehr, sehr schwierig aus der Luft zu filmen, es ist komplett dicht. Wir versuchen euch aber dafür so viel in die Hecken mitzunehmen, wie es nur geht. Also seid auf jeden Fall gespannt auf Action, wie ihr von uns gewohnt seid. Und ich würde sagen, ja, auf eine gute Drückjagd. Pablo, hier, komm her! Auf! Schätze, mach dich fertig, hier mit Bauern! Ah, Rotwild ist. Ah, es ist Dammwild. Dammwild. Boah, meine Herren. Licht, ja. Ja. So, wir waren in der Dickung. Die erste Rotte ist vor uns hoch, ist ins Treiben rein. Hat nicht so oft geknallt. Dammwild haben wir schon gesehen. Ja, die Hunde jagen jetzt weit weg, weil da irgendwo, da haben wir eine Fischendickung vor uns und da gehen wir jetzt rein, damit wir keine Zeit. Ja. Da müssen wir hin. Das hört schon auch nach uns dann an. Ah! Hier! Hier! Guck, guck. Ah, Bob! Nein, die ist aber tot. Wolli! Ja, da ist die Kraken, die doch. Jetzt mach ihn weiter. Wolf, ne? Dammwild! Danke! Ja Leute, ein trauriger Fall. Ich habe gerade schon von einem anderen Treiber ein Bild geschickt bekommen. Die haben auch einen Hirsch gefunden. Ja, und jetzt gerade in den Brombeeren stolper ich über diesen Hirsch. Den kenne ich aus der Brumft. Ein Mittelalter, ja, schlecht veranlagter Hirsch. Und es ist ganz eindeutig, die Dammhirsche in der Brumft, die werden so extrem geschwächt und sterben dann noch oft am Lebertod. Aber hier sieht man an den abgebissenen Rippen, dass es ein Wolfsriss ist. Das ist natürlich ärgerlich, aber nicht zu ändern. Natürlich sind wir nette Menschen und helfen auch immer mal wieder eine Sau am Wegrand ziehen, damit man sie, naja, nicht suchen muss. Ja, schauen wir mal weiter jetzt. Ist jetzt nicht so dicht hier. Da kommt der nächste mit der Sau. Ja, dort. Denkst du, wie klar ist dort? So, wo meine jetzt? Meine jetzt? So Leute, Treiben vorbei. Ja, wir haben noch ein paar Stück Dammwild hochgemacht hier, aber an Sauen sind wir nicht mehr gekommen, ist halt so. Wir konnten hoffentlich ein paar schöne Aufnahmen mit der Drohne machen. Es ist sehr am Schneien, verzeiht uns das, wenn es nicht so gut geklappt hat. Ihr seht, ich bin voller Schnee. Dreckig wird man hier nicht so ganz, muss man sagen, weil die Dickungen sind nicht hoch. Aber krass, dass die nur in so kleinen Brombeerbüschen liegen. Da hinten bellt schon wieder ein Hund. Das ist immer so, ja, da liegt noch ein Stück Dammwild, dann wird das gedengelt. Da liegt noch vielleicht eine Sau, die geht dann hoch und kommt vielleicht nochmal ein Schützen. Die bleiben noch ein bisschen stehen. Für uns geht es jetzt Hunde einsammeln, an den Sammelplatz, schauen, was für eine Strecke wir nach dem ersten Tag der Drückjagd des Jahres hier haben. War ein entspanntes Treiben, obwohl so viel Schnee war. Bis dato sind die Hunde fit. Ich hoffe, Pablo auch, den habe ich nämlich schon länger nicht gesehen. Und ich sage, Waldmannshalb, sind ein paar Schüsse gefallen, auf jeden Fall. Thank you.
Jagdhütte. Die Jagd ist nun vorbei. Strecke sind am Streckenplatz. Die Strecke sieht sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr viele Sauen liegen. Bei mir war heute irgendwie, hatte ich Scheiß am Schuh oder nicht das wirkliche Jagdglück stand auf meiner Seite. Ich hatte auch Wildanlauf, ein Rudel Dammwild, aber leider ohne Kugelfang. Dann ein einzelnes Alttier, hochflüchtig, war natürlich heute nicht frei. Wurde auch am Anfang der Jagd nochmal genau gesagt. Und ein Bock, einen Spießerbock, auch nicht frei. Und zu ganz aller Schluss, wo die Jagd fast vorbei war, kam bei mir ein Schmalreh. Aber das stellte sich so doof hinter die Fichten, dass ich nur die Keulen sehen konnte. Und somit sprang es dann auch ab und es gab keine zweite Möglichkeit mehr, da irgendwie sauber einen Schuss anzutragen. So ist das natürlich mal. Ist für mich aber auch ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich hier als Schneider auf der Drückjagd bei den Rallmännern nach Hause fahre an diesem Tag. Sonst hatte ich immer Weidmannsheil, aber irgendwann kommt mal der Tag, wo man nicht so viel Glück hat und das war heute bei mir so. Aber dafür hatten, glaube ich, andere Schützen und auch Hundeführer vielleicht mehr Glück und vielleicht auch mehr Weidmannsheil an der Stelle, weil es ist eine bombastische Strecke, also wirklich ein toller Jagdtag. So Leute, ich stehe hier vor der Strecke, der Jagdtag ist zu Ende, die Strecke wurde vorbereitet, ist gelegt. 40 Sauen sind es, weiß nicht, ob noch Nachsuchen sind, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Insgesamt ich glaube 27 Stück Dammwild, 2, 4, 5 Füchse und 2, 4, 6, 8, 8 oder 9 Rehe. Schon eine ordentliche Strecke, muss man sagen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass so viel los ist, aber lässt sich auf jeden Fall sehen. Bei uns war leider nicht so viel Action in den Hecken, aber dafür in der anderen Treiberwehr. Und jetzt ja, wird die Strecke verblasen und dann geht es in den gemütlichen Teil über, nämlich ja, heute Abend das Essen und das Ausruhen für den zweiten Tag morgen hier im Rheinmann-Forst, hier bei den Hanna Brothers. Alex, morgen! Alles gut? Ja, bei dir? Ja. Was machen wir jetzt? Abfahrt. Zweiter Drückjagdtag hier in MacPom. Ich bin gespannt. Heute nicht zu kalt. Schnee liegt noch. Hoffen wir, dass die Sauen da sind, dass wir ein bisschen Action kriegen. So Leute, wir haben uns jetzt getroffen hier mit den Hundeführern. Der zweite Tag hier der Drückjagd des Jahres beginnt. Wir machen jetzt gleich die Hunde fertig. Ihr seht, ich habe das Hals hoch oben. Wir haben minus 6 Grad, es ist kalt. Es ist nicht das angenehmste Wetter durch die Kälte, aber wir haben strahlender Sonnenschein, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, beziehungsweise blauer Himmel. Es schneit nicht, es ist nur kalt. Ich denke, für die Schützen ist das ideal. Wir haben keinen Wind. Also die haben absolut keine Ausrede, wenn wir die Sauen hochmachen. Jetzt müssen natürlich die Sauen auch rücken, das ist natürlich so ein Thema. Also ja, gerade bei dem Wetter stecken die sich gerne mal. Aber hier ist alles so Hochwald und dann immer so Brombeerbüsche drin. Wir nehmen euch wieder mit in die Dickung natürlich, zeigen euch, was da abgeht und hoffen, dass wir ein paar schöne Aufnahmen kriegen, machen ein paar schöne Luftaufnahmen für euch. Und ja, ich würde sagen, jetzt beginnt der zweite Tag, das Treiben und die Action hier als Hundeführer. Weidmannsheil! Come on!
Kurzes Fazit. Ja, leider nicht so viel Erfolg gehabt. Waren nicht so viele Sauen da. Ein paar sind geschossen. Schauen wir mal. Wir gehen jetzt zurück zu den Autos. Und dann schauen wir uns die Strecke an und beenden auch den zweiten Jagdtag hier im Forstgut Reimann bei der Drückjagd des Jahres. Hört man's heil. Jagd vorbei und Halali. Ja, die Drückjagd des Jahres neigt sich dem Ende und insgesamt liegen 10 Sauen, meine ich, sind's. Ich habe jetzt nicht genau gezählt. Wir wollten euch natürlich noch ein Endfazit machen. Maurice, was sagst du zu der Jagd, generell zu den 2 Tagen? Ja, wir hatten diesmal nicht so viel Glück, dass wir viel Action hatten, aber ich glaube, wir haben trotzdem viel Wild gesehen. Die Hauptwildart ist hier einfach Dammwild, das haben wir letztes Jahr schon gemerkt. Ansonsten war es mal wieder schön, alte Gesichter wieder zu treffen. Ja. Das ist, glaube ich, auf jeder Drückjagd immer so, dass man alte Jagdfreunde wieder trifft. Ansonsten, die Hunde sind fit, das ist, glaube ich, die Hauptsache. Wir sind alle fit oder ein bisschen müde, aber soweit fit. Ja. Und ja, in allem hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert. Denke ich auch. Ja, und natürlich kann so eine Situation wie mit so einem Hirsch zum Beispiel oder auch andere Zehen ja nicht immer aufgenommen werden. Und Gott sei Dank hängt nicht jedes Jahr ein Hirsch fest. Aber ich denke, alles in allem war es eine gute Jagd mit einer großartigen Strecke, muss man sagen, egal ob am ersten Tag oder jetzt am zweiten Tag, selbst wenn es nicht so viel Action jetzt war. Sind alle fit, wir hatten Spaß und wir bedanken uns fürs Zuschauen dieses Films und hoffen, er hat euch trotzdem gefallen. Wir werden euch in den kommenden Jahren natürlich weiterhin mitnehmen und natürlich auch weiterhin in der Drückjagdsaison. Ja, bis dahin würden wir sagen, gebt uns gerne einen Daumen hoch, falls euch der Film gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, ja, was ihr von dem Film haltet, was ihr von der Jagd hier haltet. Und ansonsten sagen wir Waldmannsheil hier aus Mecklenburg-Vorpommern vom Abschluss der Drückjagd des Jahres im Reimannforst bei den Hunter Brothers. Vielen Dank für die Einladung und Waldmannsheil. Waldmannsheil.